attention. Ihr kennt mich nicht mehr. Früher habt ihr an uns Geister geglaubt. Mich habt ihr Glasmännchen genannt. Aber jetzt stellt ihr euch über die Natur. Ihr wollt die Welt erobern. Ihr fällt die alten Tannen, in denen die Geister wohnen. Einer von euch hat die Stämme auf dem großen Fluss bis nach Holland gebracht, wo sie das Holz gegen Gold handeln. Er nannte sich Holländer Michel. Und er brachte die Gier in die Welt. Er nahm sich selbst das Herz heraus, damit er nichts mehr fühlen musste. Er war ins Dunkel gegangen. Die Menschen wollten ihn nicht mehr. Verfluchte er die Menschen und suchte den Weg zurück in die Welt. Wir halten ihn fest in seiner Schlucht. Weil wir noch immer an die Menschen glauben. Es gibt noch einen anderen, von dem heute berichtet werden soll. Es ist der Köhler, Peter Munk. Komm jetzt! Brennt! Sieht doch gut aus. Pass auf! Können die uns helfen?
Die Rußmännchen. Runde! Achtung! Wenn der Holzfäller kommt, geht der Köhler zur Seite. Verstanden? Genau. Ich hab 4 Zentner Buchenkohle. Stehen draußen, gut sortiert, keine Reste. Schätz dich. Morgen gehe ich nach Wolfach und da lege ich mit den anderen Köhlern die Preise fest. Auf dem Weg! Hat er dich angefasst? Nein. Vater, er hat nichts getan. Er ist ein Köhler, Junge. Dann ist heute Weihefest. Vielleicht werden wir die Kohlen da los. Wir gehen zu Jungweih? Ja. Komm, weiter. Nichts.
Habt ihr was für eine arme Sau? Bring mir jemanden, der meine Kohlen kauft, dann kriegst du was. Das ist gute Kohle. Buchenkohle. Keine Reste. Hast du gesehen? Da war auch ein Kühler. Na, schau. Wir hatten früher alle anständige Berufe. Wenn es so weiterläuft, dann sitzen wir da bald auch. Du sollst nicht so reden. Also hör zu, wir teilen uns. Ich gehe mit dem Kahn über die Höfe und du versuchst mit dem Korb hier dein Glück. In Ordnung? Ja. Peter, ich bin stolz auf dich. Kohlen! Wer braucht Kohlen? Kohlen! Königin, seht sie euch an. Ein prachtvolles Mädel. Mach mal Platz, du Ochse. Geh schon mal runter. Den Tanz eröffnen. Bis gleich. Lisbeth. Hallo, Peter. Ja, ich Peter. Habt ihr eure Kohlen noch verkauft? Nee, nicht alle. Ich gehe schon mal runter zum Tanz. Kommst du mit? Der Peter bleibt noch. Wenn du noch mal meine Tochter ansprichst, dann kastriere ich dich. Vielleicht will er nur was trinken, Löbel. Sei doch nicht so ernstlos. Oder willst du vielleicht würfeln? Willst du reich sein wie wir, damit du um die Hand der Tanzkönigin anhalten kannst? Versuch dein Glück. Bevor du würfelst, musst du uns natürlich deinen Einsatz zeigen. Magst du was? Die Ferkel fressen nicht am Metzgertisch. Dann lassen wir mal die Puppen tanzen. Oh. Nicht an. Seine Würfel, die sind gezinkt. Ich habe beim Würfeln meinen ganzen Hof verloren. Julie, tanz mit mir. Der hat gewonnen! Wir verabschieden uns!
Gruß vom Tanzbodenkönig. Der mag's nicht, wenn man sein Mädchen anschaut. Bei mir ist alles gut. Ist kein Problem. Sebastian, dein Bräutigam? Wenn, dann wollte ich... Ist alles gut? Ja. Hast du die Kohlen verkauft? Nein. War schön auf der Jungweih. Peter? Kann mir genau schlafen. Denk doch noch mal über das Glasmännchen nach. Morgen gehe ich nach Wolfach. Ich muss mit den anderen Köhlern sprechen. Hör auf mit deinen Geistergeschichten. Wir können uns nur selber helfen. Erzähl mir doch noch mal vom Glasmännchen. Es lebt in den Bergen, bei einer riesigen Tanne und kann Wünsche erfüllen, wenn man sonntags geboren ist, so wie du. Die Geister beschützen uns. Vor dem Bösen. Vor uns selber. Tannen, Vater. Vielleicht 310. In Amsterdam verkaufe ich dir an einem halben Tag. In 6 Wochen gehen die Flöße los. Bis dahin brauche ich 1000. Und wo sollen wir die schlagen? Das ist Köhlerland, da haben wir kein Holzrecht. Seit wann schert mich das?
Erzähl mir mal was über das Glas machen. Über das Glas machen? Ja. Das Feuer macht das Glas. Es ist so heiß, dass es Stein schmilzt. Aber das Glas fängt das Feuer ein. Schau. Weißt du was? Ich möchte auch Glasmacher werden. Köhler, dein Meiler brennt. Willst du nicht was dagegen tun? Warum helft ihr ihm nicht? Was machst du denn hier? Warum helft ihr ihm nicht? Warum? Was machst du hier? Lass mich los. Lass mich auf. Mit dem? Mit dem? Lass die Ruhe. Kleiner Köder. Von mir kriegst du auch noch ein Küsschen. Hört auf! Jetzt nach Hause! Das wird deinen Alten bestimmt freuen. Was? Vater wieder. Ich weiß es nicht. Morgen. Er wird es verstehen. Er wird es nicht verstehen. Er wird es verstehen. Peter! Peter! Peter, komm zurück!
Hast du dich verlaufen? Ein Köhler. Aber dein Meiler ist dir abgebrannt. Und jetzt willst du die Waldgeister um Hilfe bitten? Ist das so? Sind Sie das Glasmännchen? Manche nennen mich Holländer Michel. Holländer Michel. Ich kann dir helfen. Brauchst du Geld? Ich glaube, ich muss weiter. Ich glaube, du kommst wieder. Glasmännchen? Viele Menschen zu uns. Aber jetzt, sie glauben nicht mehr an Geister. Unser Baum ist krank. Spürst du es? Die Menschen schlagen die großen Bäume ab. Und wir werden schwächer. Meine Mutter hat gesagt, sie können Wünsche erfüllen, wenn man an einem Sonntag geboren ist. Wünsche? Bist du deshalb hergekommen? Was wünschst du dir denn? Ich will der beste Tänzer sein. Und beim Würfeln will ich immer so viel Geld in den Taschen haben wie Etzel, der Holzhändler. Na gut. Tanzen und Geld. Geht das jetzt in Erfüllung? Hast es dir doch gewünscht, oder? Waren sehr dumme Wünsche. Aber einen Wunsch hast du noch. Sollst dir was Kluges wünschen. Ich wünsche mir die schönste Glashütte im ganzen Schwarzwald. Das ist doch ein kluger Wunsch. Hättest dir wünschen sollen, dass du der beste Glasmacher bist. Dann wäre die Hütte von ganz allein gekommen. Hättest dir Klugheit wünschen sollen. Nicht tanzen und Geld. Feierabend. Er soll sagen, was er will. Immer so viel Geld in den Taschen wie Etzel, der Holzhändler. Ich will würfeln.
haben sich nicht geändert. Worum willst du denn werfen? Jetzt schafft einen Krug für unseren Gast. Zwei Gulden Einsatz. Der höchste Pasch gewinnt. Na, Einsatz. Um 5 Gulden spielen? Meinetwegen. Jetzt richtig schlecht, oder? Schluss jetzt. Du bist aber ein schlechter Gewinner. Bist du wirklich noch böse auf mich? Wieso? Weil ich dich bei deinem Vater verpetzt habe. Ja. Tanzen wir trotzdem mal Erntedank? Wir sind die Tanzbodenkönige, oder? So, fangen wir an. Zur Versteigerung steht die Glashütte des verstorbenen Glasmachers Walter Wingfrieds. Ich höre Gebote. 20 Gulden. 20 Gulden? Noch jemand? Wir haben Durst. Mach hin. Recht hat er. Also 20 Gulden vom Glasvogt Löbel. Zum ersten, zum zweiten und zum... 50 Gulden. 50 Gulden? Das ist doch sinnlos. Der hat doch nichts. Gulden. Noch jemand? 80. 80 Gulden. 100 Gulden. 100 Gulden. So viel ist die Hütte nicht wert. 100 Gulden. Zum ersten. Zum zweiten. 200. 200 Gulden. 250 Gulden. 250 Gulden. 250 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Komm, wir gehen. Dann ist hiermit die Versteigerung beendet. Die Glashütte vom Wingfritz geht an Peter Munk. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Könnt ihr erstmal hier bleiben. Wir kommen bestimmt gut miteinander aus. Danke. Wofür brauchst du eine Glashütte? Glas machen. Wo hast du so viel Geld her? Wir sehen uns beim Tanzen.
Hey! Weg mit dem! Na los, mach ihn fertig. Los!
Der Köhler Jakob Munk wurde tot aufgefunden. Sollten wir einfach neu anfangen. Vielleicht. Ja? Wie geht's dir? Für Mutter ist schlimm. Geh nicht mehr aus dem Haus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wer seid ihr denn? Das sind Esther und Samuel. Die helfen mir beim Glasmachen. Das ist aber lieb. Komm mal her. Hallo. Ich bin Lisbeth. Hallo. Macht er denn alles richtig, der Peter? Ja. Ja? Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Nein. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nicht heiß genug. So. Das dauert jetzt eine Weile. Wir haben ja Zeit. Vater, dass du da bist. Er denkt, ich bin mit Jekyll in Wolfach. Ah,
unser erstes Glas. Ganz schön hässlich. Meinst du, es würde jemand kaufen? Du willst es verkaufen? Du spinnst wohl. Irgendwann muss ich was verkaufen. Kaum noch Geld. Ich glaube, du brauchst jemanden, der dir hilft. Ganz schön hässlich. Also, wenn du was verkaufen willst, dann musst du was Besonderes machen. Ich zeig dir was. Das ist Kobalt, oder? Ja. Jeckel kann daraus blaues Glas machen. Aber Vater hat's verboten. Und verboten. Der Löbel spinnt. Er glaubt, die Leute halten es für Zauberei. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Aber? Lisbeth, du weißt, dass du hier nicht bleiben kannst. Der Alte wird langsam misstrauisch. Aber ich werde hier gebraucht. Was soll ich denn zu Hause? Und wie lange soll das gehen? Das ist ein Geschenk. Du willst meine Tochter heiraten. Und du willst den auch. Alle raus. Kannst du es denn leisten? So eine Hochzeit ist teuer. Für Lisbeth ist nur das Beste genug. 500 Gulden. Bring mir das Geld und wir kommen ins Geschäft. Dein blaues Glas kannst du wieder mitnehmen. Pass auf, wem du es zeigst. Was soll ich damit? Weißt du, was Löbel mit mir macht, wenn ich von dir Glas kaufe? Wo ist denn Edsel? In Holland, Holz verkaufen. In Holland? Wann kommt er wieder? Na, was weiß ich? Was willst du von meinem Alten? Geh dich gar nichts an. Habt ihr Geheimnisse? Bin ich dir nicht alt genug? Bin ich dir nicht fett genug?
Stecke ich dir nicht genug aus dem Maul? Bin ich dir nicht herzlos genug? Lust auf ein Spielchen? Dann kann ich immer gewinnen. Aber du gewinnst nie. So, ich hatte eine lange Reise. Das letzte Spiel? Alles oder nichts? So viel hat der Munk nicht mehr. So viel wie du habe ich immer. Gut. Du fängst an. Lass mich. Hör auf damit. Ich habe alles im Griff. Alles ist gut. Was glaubst du? Denk an deinen Vater. Jetzt reiß, bring den Wetter raus. Raus mich mit ihm. Was ist jetzt? Würfel. Alles oder nichts. Sind leer. Zeig dein Geld. Er hat es verschwinden lassen. Zaubert sich die Taschen voll und leer, wie es ihm gerade passt. Deine Mutter ist eine Hexe. Eine Hexe. Es ist alles schief gegangen. Was? Sie sind hinter mir her. Da. Der Hund hat mich gerettet. Können Menschen zu Tieren werden, wenn sie sterben? Du gehst zur Altenhütte. Ja. Und du? Ich brauche Geld. Da ist ein Mann im Wald. Das Glasmensch? Nein. Er nennt sich Holländer Michel.
Ja. Der kleine Köhler. Ist dir kalt? Ich brauch Geld. Du hast Glück. Ich hab gerade eingeheizt. Feuer ist warm. Komm. Setz dich. Birkenwein. Solltest du probieren. Ist hier rumgeschwirrt, der kleine Käfer. Hab ich im Haus gebaut. Sind Sie ein Waldgeist? Nein. Ich bin ein Mensch. Genau wie du. Die Waldgeister sind nicht meine Freunde. Du hast dich verändert. Siehst gut aus. Kein Köhler mehr, hm? Ich bin jetzt Glasmacher. Und ich habe ein Mädchen, Lisbeth. Ihr Vater will 500 Gulden für die Hochzeit. Ich weiß viel über diese Welt. Ich bin viel gereist. Warst du mal in Holland? Holland. Holland ist das Tor zur Welt. Da gibt es Schiffe, die sind so groß wie Kirchen und sie segeln hinter den Horizont bis ins Reich der Magie. Du brauchst Geld. Ich sag dir, Geld liegt auf der Straße. Aber du... traust dich nicht, es aufzuheben. Und weißt du warum? Weil du Angst hast. Ich weiß, du sagst jetzt, wieso, ich bin doch mutig, aber dein Mut verlässt dich, wenn es um deinen Vorteil geht. Du hast Angst, nichts wert zu sein. Dass sie über dich lachen. Du hast Angst, jemanden unbequem zu sein, anderen auch mal weh zu tun, wenn es sein muss. Aber damit tust du dir nur selber weh. Du hast Angst, dass dich keiner liebt. Aber in Wirklichkeit wirst du nur für eins geliebt. Dein Erfolg. Und den musst du dir nehmen. Soll ich dir helfen? Ja. Wo sitzt deine Angst? Fühle. Meinem Herzen? Ja. Weißt du, wessen Herz das ist? Etzel, der Holzhändler. Du glaubst mir nicht. Das da ist Löbel, der Glasvogt, der Förster, einige Wucherer, die reichsten Leute im ganzen Schwarzwald. Was hat Etzel jetzt in seiner Brust? Geht.
Das geht sehr gut. Im Sommer so schön kühl in der Brust und im Winter hilft ein Schnaps eh besser als das zuckende Ding. Und was machen Sie mit diesen Herzen? Ich passe darauf auf. Ohne Herz kommst du nicht in den Himmel. Wenn du stirbst, kriegst du es zurück. Am besten wird sein, du gehst erstmal auf Reisen. Fremde Orte, wo dich keiner kennt. Nimmst dir, was sich bietet. Was ist mit Lisbeth? Eins nach dem anderen. Du kommst als reicher Mann zurück und nimmst sie dir. Willst du deine Angst besiegen? Lisbeth. Gut, siehst du aus. Sag mal, wollen wir nicht mal wieder tanzen? So wie früher? Weißt du, keine tanzt so gut wie du. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Glaubst du wirklich, dass er zurückkommt? Natürlich. Peter?
Heute geht auf mich. Zur Feier der Rückkehr. Auf die Heimat. Das letzte Mal hat er sein Geld verschwinden lassen. Geld verschwinden lassen? Da wären wir noch schön blöd. Ich hatte das Geld noch. Aber ich hatte keine Lust für euch zu zahlen. Wein für alle! Und? Wie laufen die Geschäfte? Der Holzhandel lohnt sich. In Amsterdam, da liegt das Gold auf den Straßen. Warum bist du nicht da geblieben? Heimweh. Das Herz wurde so schwer. Wenn du mir in die Quere kommst, mach ich dich fertig. Gibt es noch freie Zimmer? Gibt's. Für den auch. Für den auch. Er redet nicht viel. Er hat keine Zunge mehr, aber ein herzensguter Mensch. Herein. Ich habe auf dich gewartet. Ich konnte nicht früher kommen. Und jetzt bin ich ja da. Ich bin kein Köhler mehr. Sie haben furchtbare Sachen erzählt. Sie haben erzählt, du hast dich mit dem Teufel eingelassen. Wer erzählt sowas? Irgendwer, die Leute im Dorf, ist doch egal. Was hast du da? Ich war sehr krank, Lisbeth. Erzähl das bitte keinem. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich bin ein Krüppel. Ich bin jetzt Holzhändler. Wir können uns das schönste Haus in ganz Gutach bauen. Gefällt dir das? In unserer Glashütte fand ich es auch schön. In der Glashütte? In Holland, da gibt es riesige Paläste. Glasfenster, 5 Meter hoch, in allen Farben. Die haben Diener für alles. Die heizen ein, die ziehen einen an. Die kennen einen sogar die Haare. Ich hab was für dich. Herein. Lisbeth, lass uns bitte einen Moment allein. Viel für dich tun. Du musst mir nur jetzt erzählen, was passiert ist. Kannst du mich schützen?
Morgen. Nach dem Jungwaldtanz. Frieda, der Holzfäller, hat mich geweckt und mir Geld angeboten. Ich sollte deinen Vater mit einer Ausrede vom Weg abbringen. Das war alles. Aber Jakob, der hat schon gespürt, dass was nicht stimmt. Und dann haben wir ihn zu Edsel gebracht. Weißt du, was du bist? Ein Killer. Er hat ihm gedroht. Wegen eurem Holzrecht. Räumige an mir! Du weißt nicht, wo du hingehörst! Leck mich am Arsch! Wenn du das unter Eid aussagst, dann besorge ich dir deinen Köhlerhof zurück. Wie lautet die Anklage? Wenn ich raus bin, ziehe ich euch die Haut vom Rücken. Ich habe dir Bier mitgebracht. Das ist lieb von dir. Peter ist wieder da. Er hat sich ein Zimmer im Wirtshaus genommen. Löbel. Weißt du, was da los ist? Nein. Du bist Ratsmitglied. Ja. Was ist mit meinem Vater? Das weiß ich nicht. Bleib ruhig, ja? Ich tue, was ich kann. Löbel! Bevor ich's vergesse. 500 Gulden, wie besprochen. Für die Hochzeit. Nächsten Sonntag? Im Haus der Braut. Ich habe schon mit dem Pfarrer geredet. So? Hast du es wohl eilig, wie? Peter. Auch dir was zu essen. Wir holen dich hier raus, Vater. Bürger von Gutach. Ich habe gestern die Festnahme des Holzhändlers Itzel veranlasst. Es gibt eine Aussage unter Gotteseid, dass er den Köhler Jakob Munk zu Tode gebracht hat. Von wem? Von wem? Ruhe! Ruhe! Wer sagt sowas? Er soll aufstehen und es mir ins Gesicht sagen. Das ist Blutgerichtsbarkeit. Das liegt beim Herzog. Und er wird auch die Aussage überprüfen. Solange bleibt
Setze in Haft und erzeuge unter meiner Schutzaufsicht. Was? Nein! Nein! Ruhe! Ruhe! Bis der Herzog Gericht hält, das dauert ewig. Ja. Was ist mit meinem Hof? Der Holzerei? Ich gebe Hunderten von Männern Arbeit. Erklär dich unseren Leuten. Sollen die etwa hungern? Nein, natürlich nicht. Um Schaden vom Dorf und vom Gut des Beschuldigten und von seinen Arbeitern abzuwenden. Bestimmt der Rat ein Verwalter. Angeboten hat sich hierfür der Holzhändler Peter Munk. Was? Der Köhler? Der Köhler, Junge. Gibt es Einsprüche? Ja, ja. Von Ratsmitgliedern. Keine Einwände. Löbel! Was? Löbel! Dann ist die Sitzung beendet. Der Kuchenfresser hat das eingefädelt. Du Drecksau, du! Du Hexe! Wie viel hast du gezahlt? Löbel! Wo ist Edsel? Was sollen wir eigentlich? Das wäre am Ende gefängt. Sei mal ruhig. Ich erkläre euch jetzt die neuen Regeln. Ab jetzt wird hier nach Leistung bezahlt. Es gibt keinen festen Lohn mehr. Wer mehr Holz bringt, kriegt auch mehr Geld. Die Hollandtannen bringen das Doppelte. Letztes Jahr, da habt ihr 1000 Tannen nach Holland verschifft. Aber dieses Jahr, da werden es 2000. Aus. Leg den Stock bitte weg. Zieh's aus. Zieh's jetzt aus. Aus. Ah.
Lisbeth. Bringst du dem Waldgeist seinen Schnaps? Ja. Jetzt beschützt er uns. Anna, du weißt doch alles. Hast du schon mal was vom Holländer Michel gehört? Holländer Michel. Da hinten, die Hundertjährigen. Alles, was zwei Mann nicht umfassen können. Was tust du, Peter? Wir fällen die Bäume. Mein Vater hätte diese Bäume nie gefällt. Er hätte auch keine Ahnung, wie viel die Dinger wert sind. Was ist los? Angst vor einem Hund? Behandeln Sie dich gut? Das ist dieser Bettler Schuiflanz. Der Munk hat ihn gekauft. Jetzt erzählt er solche Geschichten. Stimmt es denn? Hast du was mit dem Tod vom alten Munk zu tun? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Junge. Köhler. Dreck. Hör zu. Ich will hier raus. Stopf dem Bettler das Maul. Wie soll ich das machen? Geld. Schaff ihn aus dem Weg. Thank you.
kann dich nicht heiraten, Peter. Weil du kein Herz mehr hast. Lisbeth. Ich war sehr krank. Ein Arzt in Holland, der hat mich geheilt, das weißt du doch. Das stimmt nicht. Er war beim Holländer Michel. Lisbeth! Der Holländer Michel hat sein Herz! Warum glaubt ihr mir das denn nicht? Seht doch hin! Ich kümmere mich darum. Lisbeth! Ja, es stimmt, was du sagst. Mein Herz hängt beim Holländer, Michel. Du bist nicht mehr derselbe, Peter. Merkst du das nicht? Siehst du denn nicht, dass es mir nur Gutes bringt? Keiner lacht mehr über mich. Wir holen dein Herz zurück, irgendwie. Ich hab das alles für dich getan. Komm her! Lisbeth. Lisbeth. Misch dich hier nicht ein. Du bist mein Sohn. Es reicht jetzt. Du hast alles zerstört, was dir mal wichtig war. Wo hast du dein Herz gelassen? Thank you.
kleiner Michel. Holländer Michel! Schrei doch nicht so. Wie war es in Holland? Ich will mein Herz zurück. Warum? Stimmt was? Alles ist leer. Lisbeth ist tot, es macht keinen Sinn mehr. Ich zeig dir was. Was ist das? Das sind deine bösen Taten. Deine Lügen. Deine Schuld. Siehst du den dicken Schwarzen da? Hast du einen umgelegt? Na, willst du es immer noch zurückhaben? Warum hast du mir das nicht gesagt? Du hast mich reingelegt. Du hast mir gesagt, wenn ich sterbe, dann kriege ich mein Herz zurück. Hab ich das?
treibt die trüben Gedanken. Solltest du probieren. Kann ich das Herz von meinem Vater sehen? Natürlich. Er verachtet mich, weil ich nicht so bin wie er. Ja. Ich weiß. Sieh es dir genau an. Das ist das Herz von deinem Vater. Ja. Da, der Kohlenmumpeter. Löwe, der Glasvogt, Förster, einige Wucherer, die reichsten Leute im ganzen Schwarzwald. Was machst du mit den Herzen? Ich passe darauf auf. Ohne Herz kommst du nicht hin. Wenn du stirbst. Abgas!
Wo ist der Holländer, Michel? Tot. Dein Freund hat dich gerettet. Tut mir leid. Tut mir leid. Sein Herz. Er hat sein Herz zurück. Es tut ihm weh. Seine bösen Taten tun ihm weh. Alle haben ihr Herz zurück. Und mein Vater? Etzel, der Holzhändler. Wenn's beim Holländer hing, hat er's jetzt zurück. Ich muss zu ihm. Menschen. Willst du springen? Ihr Menschen denkt immer nur an euch selbst. Du bist ein Sonntagskind. Solltest Glück unter die Menschen bringen. Aber du bist dumm. Du lässt dir dein Herz rausnehmen. Wie dumm kann man denn sein? Mensch. Geträumt, ich bin ein Vogel. Und ich habe geträumt.
Vater? Vater? Vater! Sie weg. Tu damit, was du willst. Glas fängt das Feuer ein. Da hat mir mal jemand gesagt. Wo auch immer du hingehst, wie auch immer es wird, wo auch immer du herkommst, in der Stunde der Wahrheit, geh, wohin es dich treibt und sage mir, was du fühlst, wenn du bleibst. Geh mit mir ans Ende der Hölle, damit diese Sehnsucht verbrennt, damit nichts, was ich mit dir verbinde, damit nichts davon bleibt. Thank you.
in den Himmel. Damit diese Sehnsucht verbrennt. Damit nichts, was mich mit dir verbindet. Damit nichts davon bleibt.